So, Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Part von Mario Odyssey. Wir machen jetzt hier weiter. Ich suche immer noch nach dem Bilderrahmen hier in dieser Welt. Vielleicht werden wir es finden, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon, meine Damen und Herren? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht finden wir das ja irgendwann, irgendwann. Ich weiß echt nicht, wo der Bilderrahmen hier war. Aber warte mal, da ist doch einer. Oder nee, das ist... Was ist das? Nee, das ist ein Eingang für irgendwas anderes. Warte mal, lass einfach so ein Viech hier mitnehmen. Vielleicht finden wir ja irgendwo hier außen irgendwie einen Bilderrahmen. Und wenn wir irgendwas sehen, werden wir es natürlich auch anstöpseln und untersuchen. Ganz klar, wir werden natürlich diese Welt so lange untersuchen. Schön untersuchen, bis wir hier den Bilderrahmen finden. Warum soll ich hier nicht ein paar Monde sammeln, wenn ich hier welche bekomme? Und guck mal, hier ist doch schon was versteckt. Das heißt, er versteckt, geschenkt er. Es hat geschenkt. Erkundung unter Wasserstraße Ost. Gut, wir haben schon relativ viele Monde hier. Wobei jetzt nicht relativ viele oder so, ist es jetzt nicht viel. Eigentlich ist es wirklich nicht viel. Und hier sehe ich doch schon was. Mastermind ist schon wieder online und zockt Mario Odyssey. Welch ein Spaß, hahaha. Wo ist der Mond hier nochmal? Wo habe ich denn hier gesehen? Ach, hier ist der. Na gut, ist easy. Okay. So, meine Damen und Herren. Ha, natürlich, Alter. Komm. Komm, Gassi. Jetzt war ohne Witz, wo ist hier der Bilderrahmen? Aber hier ist schon mal eine Schatztruhe. Warum auch immer hier eine Schatztruhe ist, ich verstehe es auch nicht, aber... Gut, hier ist auf jeden Fall ein Checkpoint. Ich öffne mal die Schatztruhe und da ist nur... Okay, da ist ein Kraftherz. Na gut, ich da hätte jetzt eigentlich was anderes gerechnet. Aber gut, ist sogar besser so, weil irgendwie wäre das lame gewesen. Jetzt nimm den Mond hier mit. Also so einen Fisch will ich auf jeden Fall haben. Servus, Alter. Okay, das ist... Okay, das führt nach draußen. Hier ist irgend so ein Innereingang und hier ist ein Schatz. Ziemlich nice. Und da ist ein Mond. Natürlich. War auch klar, dass da ein Mond ist. Warum ist da sonst eine Schatztruhe? Zack. Hä, wo ist der hin? Warum ist der Fisch weg? Ist da noch was? Nee. Leider nicht, aber ist auch egal. Fuck, ich könnte hier Schwierigkeiten bekommen. Ein Glück sind hier auf jeden Fall lila Münzen. Und dort waren auch noch welche. Alter, warum ist das hier so schwer, so einen Bilderrahmen zu finden? Hier, guck mal, hier ist sogar noch eine Vogelscheuche. Hier muss ich wahrscheinlich... Nee, als Fisch kann ich da gar nicht hin. Wie kann ich denn schneller schwimmen? Wie kann ich denn schneller schwimmen? Kann ich überhaupt schneller schwimmen? Oder muss ich das so perfekt machen? Okay, ich habe keine Ahnung. Oder schwimme ich schneller, wenn ich stampfe?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, meine Damen und Herren. Ich will mich irgendwie schneller. Mann, das war so knapp. Kann ich überhaupt schneller schwimmen? Ich weiß es doch gar nicht, Mann. Ich weiß es wirklich nicht. Nein, verpiss dich bitte, Fisch. So, geh da hin. Mario, du gehst da jetzt hin. Zack, zack, zack. Okay, das ist echt... Ich habe keine Ahnung, wie ich schneller schwimmen soll. Ah, okay. Ich hab's kapiert, glaube ich. Irgendwie... Fuck, ich hatte... Ich meine, ich hatte es doch. Mensch. Dann kriegst du es aber auch gebacken, Mario, Alter. Komm. Meine Güte, ey. Ist das zum Kotzen. Jetzt bitte verpiss dich doch, Cheep Cheep. Ohne Witz. Und da habe ich auf jeden Fall was leuchten sehen. Habt ihr wahrscheinlich auch. Da hinten. Mann. Jetzt ist das eine Kacke, Mann. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das? Wie schwimme ich denn so schneller? Mit Y oder was? Ich weiß es nicht, ob man mit Y schneller schwimmt. Mann, wie soll man denn so schnell schwimmen? So, komm. Ich hab den! Alter, ist das asozial. Scheiß Schwimmen, Mann. Ich kann absolut nicht schwimmen. Ich kann absolut gar nicht schwimmen. Na, zum Glück gibt das hier nicht so oft. Außerdem habe ich hier irgendwas leuchten sehen. Also da gehe ich auf jeden Fall jetzt nochmal runter und guck mal nach. Da seht ihr doch das Leuchten, oder? Ich bin nicht der Einzige, aber es gibt es scheinbar mehrmals. Ich weiß nicht, ob viele davon jetzt eine Falle sind oder ob das... Also, was heißt hier eine Falle? Es ist jetzt wahrscheinlich keine Falle oder so, aber... Ja, wobei könnte ja trotzdem eine Falle sein. Aber vielleicht ist es ja auch ein Mond. Ich weiß es nicht. Seht ihr? Das ist zum Beispiel ein Mond. Haha. Haben wir Glück gehabt. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt aber echt sehr, sehr gerne den Bilderrahmen finden, wenn es okay ist. Da ist die Sphinx, Alter. Was macht die denn hier? Außerdem... Warte mal. Da kann ich doch irgendwas machen. Mann, verpiss dich doch mal, du scheiß Cheep Cheep. Da will ich jetzt erstmal meinen Hut reiben. Oh yeah. Sehr schön. Natürlich will ich da meinen Hut reiben. Das hohe Steinregal im tiefen Meer. So, jetzt will ich auf jeden Fall... Jetzt kann ich dich mitnehmen, also... So, was wolltest du? Ich will es auf jeden Fall... Warte mal, sag mir nicht, hier ist auch noch ein Mond. Okay, hätte mich schon ein bisschen gewundert. So, wie geht's? Da ist aber ein Mond, da hinten. So sein, eine Kopfbedeckung gegrüßt. Magst du meine Fragen zu beantworten? Wo laden wir laut der Name dieses Landes? Selegant ist auf jeden Fall falsch. Blubberstrand. Ja, wenn überhaupt.
Ich sag mal, Skorex, bitte setz deinen Weg fort. Kann ich mit dir noch ein Quiz machen? Vielleicht gibt's bei denen auch noch so ein Quiz. Das Beantworten von Fragen scheint ein Hobby von dir zu sein. Hm, nun lass uns sehen, wie es mit deinem Nächsten ergeht. Ich will von Tena das Ungeheuer versiegelt. 4. Hm, sehr wohl, du bist ein beachtlicher Charakter. Meine Frau ist so her. Als du einen runden Fisch gekapert hast, konntest du die Joy-Con-Controller schütteln und dadurch was tun? Angreifen. Beeindruckend dreimal antworten, mit Bedacht geantwortet, Reisender. Die folgende Frage habe ich mir vor einem besonderen Moment aufgespart. Irgendwo zu, in diesem Land existiert ein Ort, der nur von dem betreten werden kann, der die richtige Kleidung trägt. Welche ist das? Es müsste Urlaub-Outfit sein. Richtig, aber das ist wirklich gewollt. Schwimmsachen sind hier ganz normal. Der Pirat ist auch ganz cool, selbst die Unterhosen. Ja, das mit den Schwimmsachen hätte ich, habe ich nur deshalb gewusst, dass man die nicht hier haben kann, weil im Seeland das normal Standard war. Moment, das war nur geraten, oder? Ein Zufallsläufer sozusagen, du Glückspilz. Halt die Schnauze, ich habe alle anderen Fragen auch noch beantwortet. Also, wohl kommen wir endlich zum Schluss. Beantworte ich die letzte Frage, Herr Glückspilz. Warum bin ich hier? Du magst Quizze. Als ob ich das richtig hatte. Das kann nur sein, unmöglich, dass all meine Fragen die beantworten werden. Aber ich kann wohl nicht immer als Sieger aus dieser Fragerei hervorgehen. Wirklich gut gemacht, nimm dies von mir. Geil, Meeresquiz ist gut. Yeah. Gibt's auch ein sehr gut. Ich hab keine Fragen, wenn ich beantworten könnte. Okay. Ist ja auch egal, vielleicht kommt man ja so. Ne, warte mal, das ist ein Dungeon. Da war doch irgendein versteckter Mond. Ich hab den doch frech gesehen. Der war richtig frech versteckt. Aber man hat ihn halt gesehen und hier ist auch so ein Samen. Was auch nicht schlecht ist. Den nehme ich mit, wenn ich hier weggehe. Wo war der Mond versteckt jetzt, Alter? Der war irgendwo frech versteckt. Ich gehe mal nach oben. Alter, ich bin doch nicht bescheuert, Mann. Ich habe doch hier einen Mond gesehen. Der war irgendwo hier versteckt, Alter. Ich bin doch nicht bescheuert, Alter. Vielleicht ist er hier. Aha. Lücke im Meeresgraben, ja gut. Seht ihr schon selbst? Da war der, okay, interessant. Aber gut, man konnte so hin. Ah ja, hier. Da seht ihr die Lücke. Genau. So, hier ist ein Samen, hier ist dann noch dieser Weg nach unten. Wir gehen erstmal den Weg nach unten und dann holen wir den Samen mit. Vergiss den auf keinen Fall, den Samen. Also, let's go. Ist das nur eine Schatztruhe? Okay, lecker, meine Damen und Herren. Lecker. Lecker, Alter, wie schnell man hier Monde bekommt. Sag mir nicht, hier ist noch mehr. Oder wobei, glaube ich, irgendwie nicht. Dann nehme ich den Samen jetzt mit. Also hier waren richtig leckere Monde. Hier waren ja, glaube ich, 3, 4, 5 Monde oder so an einem Fleck. Und dann noch der Samen. Einfach nur lecker, meine Damen und Herren. Und da ist doch auch ein Mond, Alter. Ihr wollt mich doch verkackeiern. Merci, Dori. Sag mir nicht auch der andere. Oder, nee, ich glaube, es gibt nur Dori hier. Jetzt hier ist, glaube ich, nicht so ein, noch ein sowas. Da. Glaube ich zumindest nicht. So, jetzt nehmen wir das auf jeden Fall mit und bringen das nach Haus. Wisst ihr, was ich noch glaube? Dass es hier vielleicht auch so ein Taxi-Dingsbums da gibt. Auf jeden Fall macht richtig Spaß, die Welt zu erkunden. Und hier ist doch so ein Pipe-Labyrinth. Ah, guck mal. Seht ihr, das meinte ich. Aha. Okay, das es schwimmt scheinbar mit dem anderen Viech mit.
Ja gut. Wir sind eigentlich ja hier, wie gesagt, eigentlich nur wegen dem Bilderrahmen. Und nicht, weil ich die Welt erkunden möchte. Vielleicht ist es ja in diesem Gebäude da drin. Aber erstmal, zack, und hier sind nochmal lila Münzen. Alter, die Welt, ey, die ist so riesig, Mann. Und hier ist auch schon wieder was. Okay, aber gut. Da kann ich auch so hin. Okay, ich wollte schon sagen, ich dachte, der Samen wäre jetzt weg. Aber zum Glück nicht. So, dann will ich jetzt den Samen dahin tun. Und zack. Dann habe ich auf jeden Fall drei Monde hier safe schon mal. Die dauern halt nur eine Zeit, bis die wachsen. Sehr schön, dann fehlt uns noch ein Samen. Das ist doch super. So, da habe ich doch auch schon wieder was gesehen. Ey, meine Güte. Und hier sind noch mehr lila Münzen. Ey, diese Welt lässt mich aber echt nicht in Ruhe. Also wenn man wirklich eine neue Welt zum Erkunden hat und da fast gar nichts hat, dann kriegst du ja hier so viele Monde, ne? Und ich glaube, das ist auch schon hier irgendwas. Hier ist auf jeden Fall... Warte mal, was? Ah gut, also ich will jetzt erstmal so ein Viech übernehmen. Ach, da, was? Da sind ja noch mehr Ledermünzen. Wir haben schon 73, nicht schlecht. So, aber ich will jetzt dich mitnehmen, please. Komm mit. Jetzt würde ich gerne da hoch. Oder da erstmal hoch. So. Dann ist ja hier irgendwas. Also hier wird ja auch irgendwas sein. Ja. Da ist eine Tür. Aha. Okay, sonst ist nix. Gut, let's go. Geh mal in die Tür rein. Meine Güte, ich will eigentlich nur einen Bilderrahmen. Aber okay, das Game. Warte mal. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass hier irgendwas ist, aber... Gar nicht mal so aus. Hier ist absolut gar nichts, oder? Nö. Ja, hier, guck mal, hier kann halt überall was sein. Ich kann mir vorstellen, dass es hier auch einen zweiten Mond gibt. Okay, hier sind schon mal Bilderrahmen. Na, hier könnte echt überall was sein. So. Wie soll denn das funktionieren? Oder habe ich das irgendwie falsch gemacht? Ich weiß jetzt nicht, wie man das falsch machen kann. Außer es gibt hier irgendein Secret. Ja, als ob ich da getroffen wurde. Also ich hoffe, ich habe hier nichts... Mann, halt in die Schnauze, Alter. Ich hoffe, ich habe hier nichts verloren. Oder gesagt, nichts vergessen. Wie soll's denn da hoch?
Okay, jetzt verstehe ich. Ich glaube, ich weiß sogar, wo der zweite Mond ist. Auf jeden Fall bei dieser Schatztruhe. Ja, da ist er safe. Okay, da muss ich aber erstmal hin. Das muss ich erstmal schaffen, ne? Das ist gar nicht mal so leicht. Wie soll ich denn das machen? Das ist echt eine Frage, die ich mir stelle. Hier ist auch ein Mond. Das weiß ich ja selbst. Dass da bei der Schatztruhe ein Mond ist, das wusste ich selber schon, du Idiot. Aber dass ich den jetzt mal bekommen muss, ist eine andere Sache. So, vielleicht darf ich ja erstmal hier auf jeden Fall nichts verlieren. Ja, ich hab's geschafft. Keine Ahnung wie, aber wir haben's. Na schön. Schatztruhe im Engental. Yeah, meine Bitches. Meine Bitches. Ihr seid Bitches. Oh yeah, meine Bitches. Oh yeah. Aber wie viel wir kriegen in diesem Part? Also wir kriegen ja ziemlich viel hin gerade. Das ist richtig krass, wie viel wir hinkriegen. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Wir haben 27 schon hier in dieser Welt. Also es geht relativ schnell hier. Es geht einfach nur bergauf. Wahrscheinlich kriegt man jetzt hier noch einen Mond. Naja, hier. Und dadurch. Strandflora Samen in der Schlucht. Hier ist sogar noch eine Rakete. Zu der ich hochkomme. Hier sind sogar noch mehr Tipps. Versunkener Schatz im Wolkenmeer. Mit Küstenlandkunst gefunden. Ja, das habe ich. Weiß ich ja, wo der ist. Sägeflug vom Leuchtturm. Ja, ja. Na gut, aber ich will jetzt erstmal weitersuchen nach dem Bilderrahmen eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ich will mich hier gar nicht richtig umgucken. Ich will nur gucken, wo der Bilderrahmen ist. Ich will jetzt aber auch hier. Okay, hier sind schon mal Schätze. SM64-Style, ja. Wann spawnen die denn? Die spawnen die denn? Ja, müssen wir, du Idiot. Die haben doch nicht umsonst hier. Ich glaube, das war ein, das war zwei. Das war drei. Okay, ist Hammer. Perfekt. Richtig coole Anspielung an SM64. Vor allem jetzt noch mit SM64 Mario. Ist noch viel geiler. Ist auf jeden Fall ein richtiges Retro-Feeling. Ich feiere das auf jeden Fall hier. Das ist richtig cool auf jeden Fall, dass hier viele SM64-Anspielungen da sind. So für Retro-Gamer wie mich ist das auf jeden Fall was sehr, sehr Einladendes. So, wir haben jetzt, glaube ich, 29. Ja, wir haben 29. Da sehen wir doch schon wieder was. Dann haben wir ja irgendwie bei Dory was gesehen, aber mich juckt die nicht wirklich, also wenn ich ehrlich bin. Ich will eigentlich einen Bilderrahmen nur finden. Mehr will ich doch gar nicht. Wo kann ich denn hier einen Bilderrahmen finden? Wo finde ich denn hier den Bilderrahmen? Darf ich das bitte wissen? Wisst ihr was? Die Suche geht auf jeden Fall weiter, oder? Wie, oder hier ist der Bilderrahmen? Nee, ist er nicht. Wir sehen uns zum nächsten Part hier erstmal wieder, meine Damen und Herren. Alter, verpisst euch. Sorry, aber das muss ich erstmal erledigen. Wir sehen uns zum nächsten Part. Wir sehen uns damit. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.